Alter. Nein! Dein Ernst. Okay. Hallo und herzlich willkommen zurück zur neuen Folge von Let's Play No Rest for the Wicked. Einem Spiel, das anstrebt, Untiefen zu erobern, das er anstrebt, eine Mischung aus Hack and Slay und Dark Souls-Style-Games zu machen. Und ich bin mal gespannt, wie das funktioniert. Wir haben in der letzten Folge, habe ich so dieses Intro durchgespielt und jetzt beginnt das eigentliche Spiel. Wir haben ein bisschen was von der Story erfahren. Wir haben unsere Startausrüstung. Wir haben unser Zeug verloren. Wir brauchen also wieder eine Ausrüstung. Lass mich raten, irgendwo liegt ein dicker Knüppel rum, den wir uns schnappen können, um dann damit anfangen zu kämpfen. Die Intro-Story selbst wirkt auf den ersten Blick erstmal relativ Standard. Und wenn man sich das so anguckt, alles wirkt ein bisschen mehr wie Path of Exile als Diablo oder andere Spiele. Was nicht zuletzt an der ganzen Schiffsbruchstory liegt wahrscheinlich. Ach, der Captain. Ach, grüß dich. Was hab ich denn jetzt damit zu tun? Was soll denn der Blödsinn? Ja, schon. Okay. Ja, vielleicht ein bisschen, weil die Odessa unser Schiff überfallen hat, weil ich da drauf war. Die wollte nicht, dass wir wiederkommen. Aber es war eh schon zu spät. Ich bin nicht der Einzige, ne? Ich kenne das. So oder so wäre das passiert. Nur halt nicht mit Talbeck. Ja, ist doof. Aber was willst du machen? I'll never make it to Sacrament from here. Okay, die Insel Sacra und wir wollen nach Sacrament. Okay. This coast is crawling. Risen. Ja, du siehst auch nicht mehr ganz so gesund aus, Kollege. Oh. The waves. Can you feel them, Father? Vater? Buddy? Ich bin nicht dein Buddy. Okay, der ist gerade am Pennen. Der ist fertig. Das war's. Okay, wir sollen nach Sacrament. Okay. Wir sind hier. Ich hab keine Ahnung, wo Sacrament. Vermutlich dort. Okay. Spitzhacke? Ich hätte gerade mal Spitzhacke gelesen. Ich habe keine Spitzhacke. Ich habe nichts, ich habe keine Ausrüstung. Ich habe meine Pilzsuppe noch, das ist schön. Ansonsten habe ich aber das Sperlingshorn. Okay. Das ist offenbar ein Questgegenstand. Da hat die Odessa reingepustet, bevor es uns dann weggeballert hat. Okay, wir brauchen erstmal ein bisschen was an Rüstung, Waffen. Da leuchtet was Blaues. Da leuchtet was Gelbes. Da leuchtet was Blaues wieder. Das waren nur Münzen, okay. Und hier Sachen kaputt boxen kann ich. Kann ich hier durchboxen? Kann ich. Okay. Gibt es hier wenigstens einen besseren Loot oder irgendwas? Oder ein Buch gibt es hier. Das Tagebuch. Ich bin gekommen, um die Zehen in die Wildnis der Insel zu schlagen. Aha, ein Abenteurer von Sullen Front. Okay. Ist er. Na bitte. Eine Art Zurklinge. Gefallene Glut. Ein Rüstungsbruchstück und etwas Geld. Okay. Alles nehmen. Die Klinge legen wir direkt mal an schon mal. Dann haben wir die schon mal. Oh, ich brauche Stärke und Intelligenz, um die nutzen zu können. Kann ich... Wo sind wir da? Ein Fisch. Okay. Ein Rohrkarpfen. Kann ich denn inzwischen... Nee, ich habe noch keine Punkte zu vergeben. So, da liegt was rum. Ah ja, eine rostige Axt. Okay. Das ist ein Werkzeug. Okay. Ach, die zählt als Werkzeug. Okay. Das heißt, hier gibt es also auch entsprechend dann Ressourcenfarmereien.
Eine zerlumpte Jutehose. Jute ist die nicht mehr, oder? Aber wir haben 15 mehr Rüstung. Schon mal ein kleines bisschen besser als das, was wir vorher hatten. Und wenn ich. Hier sind wir gestrandet? Nee. Nee. Hier ist mal ein Pilz. Ah ja, ah, guck mal, hier kann ich. Okay, alles klar. Ich kann auswählen, was ich machen essen möchte. Komme ich hier rein? Nee. Ich habe noch keine Waffe, deswegen würde ich nur noch nicht kämpfen wollen. Aktuell. Ja, einmal voll. Okay. Da kommen wir nicht durch. Okay. Einmal schön durch die Grütze schwimmen, das ist bestimmt voll gesund. Lecker Brackwasser. Beifußkraut und Kupfermünzen. Hier geht's hoch, aber da kommen wir nicht ran. Okay. Das ist vermutlich so ein Rätsel, wo du erst hochkraxeln musst und dann kannst du da später dann wieder runter. Ganz schön nass ist das hier. Was mal ein Kraut, das sieht man so ein bisschen leuchten, sieht man das da. Beifußkraut und Beifußwurzeln. Oh, was ist denn das Feines? Lunch. Kiste. Was gibt es denn hier Feines? Bruchstücke, Kupfererz und eine Schrottbombe. Okay, okay. Wo lege ich die Schrottbombe hin? Ah, okay. Die habe ich jetzt wohl ausgewählt. Ja, okay, mit Q werfe ich die jetzt, ne? Hier ist nochmal was zum Sammeln. Okay, die können wir so wegballern. Die können aber nichts, oder? Ja. Noch ein bisschen was am Beifuß. Pilze. Oh, da liegt eine Leiche rum. Eine Tote. So, vielleicht... Ich soll den Weg gehen, den wir hier haben. Aha. Der Kleriker-Streitkolben. Unsere erste Waffe. Ja, danke. Okay. Die Beladung und die Belastung selber entscheidet darüber, wie schnell wir ausrollen können. Und schwer. Langsame Rolle, aber bringt Gegner ins Taumeln mit dem Schulterrempler. Okay. Das heißt, du hast auch einen Vorteil, wenn du schwere Rüstungsklasse hast. Aktuell habe ich normal. Okay. Okay, so viel mehr Schaden macht der Kolben jetzt aber nicht, oder? Kann das sein? Liste, Feuerstellen, kann ich Futter machen? Alles klar. Was gibt es hier Feines? Futter. Material. Okay. Eine Pilzsuppe kann ich bestimmt machen, oder? Genau. Das Rezept für die Pilzsuppe braucht Pilz und Beifußkraut. Alles klar. Machen wir ruhig alle. Okay.
Den Rest können wir leider noch nicht herstellen, weil da fehlen uns die Rezepte. Er hat Geld. Ups. Ja, man kann also offenbar irgendwie rüber. Okay. Wenn man es dann kann. Ich kann es offenbar nicht. Alter. Okay. Kann ich hier so rüber vielleicht schleichen? Okay. Das geht also offenbar nicht. Ach, komm schon. Aha, mit Sprint. So, jetzt. Nochmal Glut, ein zweihändiger Stab, Waffenbruchstück und einen Saphiren, einen gesprungenen. Okay. Ist der Stab dann besser? Er hat halt mehr Gewicht. Nee. Der hier ist ein bisschen leichter als der Stab, aber im Großen und Ganzen. Oh, der hat eine Fähigkeit: Feuerball. Okay. Stoß. Okay. 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 Yeah. Okay, dann einmal darüber. So, und du bist tot, oder? Ja, der ist hin. Okay, Kiste, was haben wir da? Klingenöl und Münzen. Okay. Halten. Ah ja, können wir. Okay, da kann ich jetzt auswählen zwischen der Schnellauswahl nochmal. Das kann man so hier direkt auch machen, okay. Ich habe aktuell noch keine Rune zu aus, wie es aussieht. Oh shit. Okay. Kann man also offenbar Schaden mitmachen. Und jetzt? Hallo? Ah. Okay. Das war eh nur eine kleine Zwischenlandestation wahrscheinlich. Jetzt raus aufs Meer. Okay. Das war nur so ein kleiner Abstich ins Nebengebiet. Was war dieses blaue Leuchten da? Was leuchtet da so blau? Warum leuchtet das?
Okay. Okay, manchmal krabbelt er hoch, manchmal eben nicht. Da ist irgendwas drin, aber. Okay, und jetzt? Und du bist? Ein Flüstern. Ausruhen und Fortschritt speichern, okay. Gegenstände, Haltbarkeit und wir werden. Okay, das ist unser Respawn-Punkt. Okay, danke. Okay, der Stab hat auf jeden Fall eine recht hohe Reichweite, das ist schon mal gut. Gehen wir hier hoch. Oh, warte mal, da war ein Buch. Hätte ich was lesen können. Wer ist das? Tag 1 der Erkundung von Isola Sacra. Ein Vermesser. Der sollte hierher und etwas vermessen und einen Bericht abliefern. Na, ich vermute mal ganz stark, das hat auch immer nicht ganz so geklappt. Ach, Mann. Okay. Mal Pilze. Und Fleisch. Okay. Gut. Ja, das war ja mal geskillt, oder? Nice. Direkt runter. Kann ich mit Schnellreise dahin nehmen, ne? Ne, Schnellreise geht offenbar nicht. Okay. Okay, nochmal. Und jetzt aber mit Springen dieses Mal. Jawohl. Hi, grüß dich. Okay, ich hab. Oh, shit. Oh, fuck. Okay. Aua. Ausweichen, ausweichen, ausweichen. Uah. Oh, fuck. Okay, wir sehen langsam, wohin die Reise geht, ich glaube. Ja? Okay. Ha. So, ich kann jetzt nichts mehr schießen, weil ich habe nichts mehr zum. Ich könnte höchstens die Bombe werfen, vielleicht. Okay. Wow. Wow. Ausweichen, ausweichen, essen, essen. Okay. Okay. Oh. Alter, dein Ernst. Okay. Wie viel Haltbarkeit habe ich verloren? Ich habe natürlich auch kein Schild zum Blocken oder irgendwas. 90 von 100. Okay. Okay. Das ist doof. Das ist nicht gut. Vielleicht. Boah, Alter. Nein! Dein Ernst. Okay. Muss ich da wirklich lang oder sollte ich vielleicht erstmal woanders hingehen? Weil das ist gerade ganz schön heftig an der Stelle.
Okay. Und weg, und weg, und weg, 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 weg. Ah, nicht noch runter. Okay. Och, Mann, ey. Ich war da gerade beim Essen. Und weg, 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 weg. Und drauf. Nice. Komm, 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 komm. Nein, nicht, nicht. Oh, uff. Okay. Sprinten oder ausweichen? Das hast du jetzt. Danke. Eieieiei, okay. Hose und Pilze. Irgendwas Sinnvolles? Hm, kann ich nicht. Der einzige Zweck, ein einhändiges Messer. Winzige Feder, okay. Wir nehmen alles mit. Finde mal noch den hier. Zum Kräuter. Hier draufhauen? Nee. Gibt's hier einen Trick, um die Leitern runterzuholen oder so? Nee. Ah. Okay, das war wohl offenbar wirklich nur ein zufälliger Zusatzort, den wir nicht gebraucht hätten. Es gibt Fallschaden. Das ist gut zu wissen. Nicht ungewöhnlich, aber gut zu wissen. Jetzt müssen wir wieder rauslaufen hier. Und dann erkunden wir mal weiter. Hi. Ja. Die sind jetzt deutlich angenehmer, die Jungs hier. Da rollt die Hand weg. Schön, die brennende. Eine Kiefernangelrute. Okay, ich kann jetzt angeln, wie es aussieht. Wenn ich Fisch haben will. Wieder ein paar von Möwen zerfressene Kollegen. Da ist das Feuer. Geht da hoch weiter? Die Seemannsfeste, ja. Okay, versuchen wir das Parieren nochmal. Das war nix. Okay, man kann einfach ausweichen. Oh, da hat er mich gerade angerempelt. Das war gerade pariert, wie es aussieht. Gelevelt haben wir, sehr gut. Aua, wuff, okay. Boah, hat das geblockt, die Sau? Unglaublich. So, okay. Gelevelt haben wir, genau. Wir kriegen Fertigkeitspunkte. Das heißt, wir können gleich das neue Schwert anlegen, tatsächlich. Wenn ich in 2 Punkte kriege, wie viel habe ich denn bekommen? Jetzt mal gucken. Die ist deutlich schwerer, dafür bedeutet ich besser geschützt. Ich glaube, ich gehe auch auf. Ich bin eh nicht so gut im Ausweichen. Dementsprechend würde ich sagen, gehen wir da auf jeden Fall auch auf schwere Gewichtsklasse. Und dann mit dem Rempler und so weiter. Pferd, jawohl. Ein Stärke, ein Int und dadurch kann ich jetzt. Das war nicht Int. Ah, doch, das war Int, ne? Ah, erst zum Bestätigen. Wie bestätige ich das?
Okay, jetzt. Ja, nice. Okay. Okay. Eine Feuerverzauberung und skaliert mit Waffe mit Int und Stärke. Okay. Noch mehr Pilze. Darf ich was zum Kochen? Was vielleicht auch sinnvoll ist, weil ich habe nämlich viel Pilz. Na, super, gerade ausgegeben. Nochmal eine Sprengbombe. Zack. Und noch habe ich Essen da. Was soll ich mit der Axt jetzt machen? Oh, da flogen Äpfel in der Gegend rum. Aua. Das war nix. Warum habe ich keine Spezialattacke? Okay, what the fuck? Okay, warum habe ich keine Spezialattacke mit dem Schwert? Ich kann zwar den so tun, aber es verbraucht meine Spezialfähigkeit nicht. Interessant. Ich kann Verzauberungen reinstecken, offensichtlich. Okay. Der hat also, das ist die Feuerverzauberung ist keine aktive Verzauberung, wie es aussieht, sondern eine passive. Okay. Axt. Wozu die Axt? Um Bäume zu fällen. Okay. Jetzt nur zum Anlegen. Nimm nicht dich nicht. Was? Anlegen. Damit lege ich die halt an, einfach nur. Vergiss nicht, den Fokus auszugeben. Ach so, ach Gott. Ich muss die Runenhand aktivieren. Mit R. Und dann kann ich mit 1 bis Stinks kann ich auswählen, welchen Fokus ich möchte. Alles klar, jetzt. Okay, also die Spezialattacken kommen durch die Runen und ich muss aber entsprechend entscheiden. Huch! Hui! Aua! Was ist das? Alter! Ich bin nach jedem Kampf erstmal fressen musst hier. Okay. Das war nix. Das war auch nix. Links vorbei, rechts vorbei. Jetzt in der Mitte, komm. Komm. Jawohl, danke. Rüstungsbruchstück. Sprungattacke. Nehme ich mit, danke. Ach shit. Okay, ich brauche dringend bald was Neues zu essen. Also was unten sieht, ist auch kein Buff, sondern das ist wirklich nur die jeweilige Fähigkeit, die ich habe. Okay. Just give us back the gate switch, Smith. And we'll let you park. Come on, then. Snake.
Oh Gott. Hast du auf Cooldown gerade? Ach du Kacke. Okay. Boah, jawohl, alle mal auf einmal. Boah, jetzt bin ich wieder hinten beim Flüstern, oder? Yep. Eieiei, okay. Ich sehe schon, das wird hier alles nicht ganz so einfach, wie ich das gerne hätte. Das sind einige Sachen, die man offenbar wirklich noch lernen muss. Und mehr als, also es ist definitiv kein Hack'n'Slay. Definitiv kein Hack'n'Slay. Also wer hier einfaches, seidiges Geschnetzel erwartet, der kann gleich wieder einpacken gehen, weil das wirst du hier nicht bekommen. Hier ist wirklich taktisches Kämpfen und aufpassen und blocken und ausweichen und alles notwendig. Des Posters. Kriege werden fallen, aber wir nicht. Gebete werden wir erheben uns. Okay. Irgendwer erhebt sich hier. Mega. Gut, ich. Das soll es jetzt für die Folge gewesen sein. Ich mache dann hier in der nächsten Folge weiter. Guck mal, wie es noch weitergeht und wie weit ich hier komme. Aber ich sehe schon, das wird nicht ganz so einfach. Wie üblich, wenn es Video gefallen hat, gerne subscriben. Oder links, rechts, auf die Wiesling. Da gibt es ein bisschen mehr von mir und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Tschüss.